Guten Morgen, Norddeutschland. Willkommen in Hamburg. Was meint denn Dialog- und Konfliktkultur? Welche Konfliktkultur müssen wir eigentlich entwickeln, um die Dinge auf den Weg zu bringen, die es braucht, um zum Beispiel mehr Purpose in Unternehmen zu bringen? Dann haben wir FKK. Nicht das, was ihr vermeintlich unter FKK versteht, sondern eine freundlich kompetente Konfrontationskultur. Wir wissen alle, wie schön es wäre, das gut und gewohnt im Alltag zu tun. Und wir würden es gerne können, gemäß zu konfrontieren, rollengemäß zu konfrontieren, konstruktiv zu konfrontieren. Wie schwer das ist und vor allem, wie schwer es ist, auch als Kulturelement zu etablieren in Organisationen. Kennen wir auch, das hat ja alles seinen Sinn, warum bestimmte Dinge nicht offen angesprochen werden. Das macht ja bestimmte Dinge auch leichter im Unternehmen. Die große Leistung eines Externen kann schon in Schritt 1 erstmal sein, nicht aus diesem Konflikt zu gehen, auch wenn alle anderen gerade dabei sind, das zu versuchen. Die Haltung des echten Interesses, man könnte auch sagen, der echten Neugier. Ich möchte wirklich wissen, und das gilt für den Dialog und für den Konflikt nochmal in gesteigerter Form. Ich möchte wirklich wissen und nicht ich weiß schon. Ich glaube, dass Konflikt- und Dialogkultur auch ganz viel Humor einfach braucht, weil Humor ist etwas, was total viel Raum baut von sich aus. Lass uns mal Konflikte haben. Also nicht Konflikte anzetteln, nicht Streit anzetteln, aber lass uns mal in Konflikt gehen und vielleicht auch mit Spaß an der Sache. Mit Interesse an Wirklichkeitsabgleich, trotzdem dann in eine kompetente Zumutung meiner Wirklichkeit dem anderen gegenüber einzutreten und das trotzdem freundlich in einer freundlich kompetenten Haltung. Und das ist was wir gleich jeden Tag im Kleinen auch umsetzen und üben können. Üben ist ein super Stichwort. Ich glaube, je öfter man Feedback-Kultur pflegt im Unternehmen und sich da sicherlich mehr Termine eher reinsetzt als weniger, desto mehr ist das ein regelmäßiger Austausch. Also sehr einfach. Just do.